bisschen näher. Also wir sind jetzt quasi zum Abschluss reingegangen. Alle wollen, keiner traut sich, ne? Also, kommt einfach ein bisschen, Claudia, stelle ich mir dazu. So hier. Okay. Ich mach ein Foto mal von dir, pass auf. Ja, ach so, ja. So, also, in die Richtung. Toll geworden. Super, 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 super. Also kommt ruhig ein bisschen ran, wenn ihr Fotos machen wollt. So, der Karl hat sich auch aufs Foto geschlichen. Wer, Karl? Ja. Ist der Fotogeist. Taucht dann immer auf den Fotos. Und alle fragen sich, wer ist das eigentlich davon? Sag, wer ist der Karl? Aus? Kommt hierher. So, super. Ja, und hast du nicht Angst gehabt, dass du dem Pferd quasi in die Leute vorne rein? Ja, aber dann ist es doch, also du musst ja schon versuchen, da vorbeizukommen. Du musst ihn ja schon irgendwie austricksen. Geht nicht? Also machen wir das jetzt nur zur Belustigung? Ja. Na, das glaube ich nicht. Also du musst schon mal, also du musst quasi auf einem Auge auch mal blind sein und vielleicht die Mädels dann auch mal durchwischen lassen, ja? Aber er ist ja Sportler, er ist ja verbissen, ja? Er will es natürlich auch wissen. Also mir ist wichtig, dass er nicht zu viel riskiert. Wir brauchen heute alle noch. Und dass ihr hinten auch ein bisschen vielleicht noch mal ein bisschen aufmacht, dass sie schneller zu euch rüberkommen. Jawohl! Da muss fast ein Rattenschlag, ne? Ja, 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 ja. Ja, lauf einfach durch. Let's go. Lauf durch, lauf durch, lauf durch. Ja! Sehr gut. Im Fall darf man, aber man muss auch wieder aufstehen. Und es hat sich super gemacht. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Super! Wow, das sah ganz schön gefährlich aus von zwischendurch. Habt ihr das gesehen? Das ging ja einmal kurz vom Boden. Aber das Pferd hat super reagiert. Da merkt man auch, was das für ein Pferd ist. Ja. Okay, toll, toll, toll. Los geht's. Das ist spannend, die ist sehr mutig, sie geht sehr nah dran. Pferd lässt sich natürlich überhaupt nicht aus den Augen. Ah, das wäre fast gut gegangen. Okay, komm, schön in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Ja, komm, ist das wie Tanz, ne? Okay, so, die letzten 5 Sekunden, 4, 3, 2, jawohl, da geht der Reiter vom Pferd, ein Applaus, wow, ja, das ist falsch, und man muss ihn ja nicht sagen, da stellt sich einfach kurz die Nackenhaare auf, aber er ist weich gefallen. Ja, das ist überhaupt kein Problem, die Jungs sind es gewohnt, das passiert immer wieder mal. Aber das zeigt auch euer Ehrgeiz, die Mädels kämpfen natürlich auf dieser Seite an. Kommt zu mir vor, ganz kurz vorstellen, Name, Alter und wo du herkommst. Ja, hallo, mein Name, ich bin der Hermann, ich komme aus Meinheim und ich bin 22 Jahre alt. Toll, Dankeschön. Applaus, Applaus, Applaus. Hallo, ich bin Ranja, ich bin 33 und ich bin aus Habsburg, das ist der Schweiz. Toll, Dankeschön. Ich bin die Niki, ich komme aus München und bin 26. Super, ihr schaut wie alle jünger aus, ne? Muss man sagen. Toll, wer bist du? Ich weiß ja, wer du bist, aber die Zuschauer kennen die noch nicht. Ich bin Bettina, bin 220 und komme aus Landshut. So, also, Niederbayern, ein Applaus, jawohl. So, bei dir habe ich heute gezittert.
Das weißt du, gell? Dass mein Herz kurz in die Hose gerutscht ist. Ja, ich bin die Anna Eisen, bin 22 bald und bin aus Weißenburg. Und du hast mit dem Pferd einen schweren Kampf heute ausgetragen. Oh ja. Aber bist nicht zu Schaden gekommen. Alles gut für dich, ne? Dankeschön. So, das ist ja ganz spanisch hier. Das kommt mir spanisch vor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Desde muy bien aquí, Resort Corral de Sanar. Kannst du Spanisch? Doch, also zwei Wörter. Warum kannst du Spanisch? Ja, ich habe sogar Schule gelernt. Shit. Okay, alles klar. Ja, ich kann kein Spanisch. Also dann sag doch mal ganz kurz, auch nochmal stell dich bitte vor. Ja, ich bin Janina, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Hameln bei Hannover. Wunderschön. In Hannover spricht man übrigens das reinste Hochdeutsch. Das schönste Deutsch, ne? Bitte schön, wieder nach hinten. Hui. Ich bin die Sandy, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Polen. Jawohl, wer ist die? Wir sollten gleich so ein Kalendershooting machen für Cowgirl-Kalender, gell? Finde ich ganz gut. Ja, wir haben jetzt immer 12, nee, 11, ne? Fehlt der letzte, der Dezember fehlt noch. Das macht ihr dann beide. Ja, okay. ¿Quieres prestarme en español? Sí, para leer español solo un poquito más, para que sí. En unas monedas de la cara de la televisión, es reparar solo la cara. Gracias. Ja. Was hast du gesagt? Ich habe nicht verstanden. Ich hab gesagt, ich kann mich auf Spanisch vorstellen, wenn du magst. Ach so. Ach so, ja. Also dann auf Deutsch bitte. Ja. Ja, ich bin die Caro. Ich komme auch aus Pulling, wie die Sandy. Das ist nee, Stuttgart, aber studieren tue ich in Konstanz am schönen Bodensee. Ja, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe gedacht, Pulling ist jetzt irgendwo bei Madrid oder so, weil du so toll Spanisch sprichst. Warum sprichst du? Ich studiere Spanisch. Im 8. Semester. Das habt ihr doch bestellt. Ist doch Absicht gewesen. Lass mich hier voll reinlaufen. So. Vom Winde verweht, ne? Wie hieß das? Wo hat Scarlett gewohnt? Auf Tara, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Bist du vom Winde verweht Fan? Ja, ist auch schon schön. Deshalb tolles Kleid. Auch bitte kurz mal vor. Gabi Resch. Ich komme aus Welsheim und bin 41 Jahre alt. Ah, das kann ja gar nicht sein. Du bist 14 Jahre alt. Dankeschön. Gut, bitteschön. Ah, ich hab's halt raus, gell? Also komm, du mal zu mir bitte. Bist du die Größte hier heute, gell? Ja, ich glaube schon. Wie groß bist du? Weil ich werde immer gefragt hier von den Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin 1,75. Weil die brauchen ja eine Leiter, das ist aber nicht wichtig manchmal. Wir müssen ja wissen, wie viele Leiter die mitnehmen bei dir. Den helfe ich gerne. Beim Ausfahren von der Leiter. Auch. Gut. Ja, das muss ja geklärt werden, ne? Gut. Auch schönes Outfit. Ja, kannst du. Fehlt nur noch so ein Strohhalm im Mund oder so, weißt du? Also, wir werden was machen beim Fotoshooting gleich. Vielen Dank. So, und last but not least. Hallo, ich bin Jana. Ich bin 22 und ich komme aus Weißenburg. Und du wolltest eigentlich gar nicht richtig mitmachen, ne? Du hast ja so ein bisschen. Warum eigentlich nicht? Ja. Du bist schüchtern, ne? Ja. Ja. Okay, gut, also, Anna, aber nee, bleib ruhig mal stehen, du brauchst nicht gleich wieder abhauen. Anna ist schüchtern, wollte eigentlich gar nicht mitmachen, hat dann gesagt, okay, ich mach doch mit, aber jetzt bist du da. Überredet. Ja, das ist aber auch, manchmal braucht man manchmal einen Schubs von Freunden, die einen überreden. Super, Dankeschön, toll gemacht. Okay, also, jetzt geht's los, jetzt geht's um alles, jetzt schauen wir mal ganz kurz, sind die Pferde denn schon da? Jawohl, gut. Die Claudia ist ja die Jury-Vorsitzende. Du hast jetzt quasi noch mal eine Minute. Alessandra, ihr habt euch
gesprochen und wir haben jetzt wieder ein anderes Problem. Immer irgendwelche Probleme, aber jetzt müssen wir mal zum Ergebnis kommen. Ja. Ne, und wir haben ja jetzt nur eine Tagessiegerin. Ja. Dritt und haben ja alle drei einen anderen Geschmack. Also das heißt, es gab drei unterschiedliche Stimmen. Ich werde jetzt das einfach mal ganz frech machen, Peter. Und wenn du nicht, wenn du damit einverstanden bist, ich würde die drei Mädchen, wir kommen auch nur. Jawohl, bei allen Sponsoren, bei Stars and Stripes, bei Mercedes, ne? Bei Peter natürlich, ganz klar. Und Peter, du musst noch einmal ganz kurz sagen, wer ist denn hier alles für die tolle Veranstaltung mitverantwortlich? Außer du natürlich, der im Hintergrund hier, die PC, die Freiwillige Feuerwehr, natürlich, löscht den Durst, immer gut. Aber erzähl doch mal ganz kurz. Ja, also in erster Linie möchte ich mich natürlich bei den Mädchen bedanken, ist ganz klar. Wir haben hier eine tolle Location bekommen. Da möchte ich mich bedanken bei der Familie Weglöhner und bei der Familie Schmidt. Ich darf den Roland nach vorne bitten. Der Roland mit seiner Kleinsten. Er hat es uns ermöglicht, dass wir hier so einen tollen Tag erleben können. Er hat die schönen Pferde dazu. Er hat also das ganze Ambiente mitgeschaffen mit einem Riesenstab an Mitarbeitern. Da, wie gesagt, recht herzlichen Dank. Und ich möchte jetzt noch den Karl Wüst nach vorne bitten, auch wenn er sich schon wieder versteckt hat hinter seinem großen Auto. So. Also, auch er ist einer, der sich hier unheimlich engagiert hat über die ganze Woche. Und zu den Preisen, da möchte ich jetzt gleich dazu kommen. Und zwar, es war geplant, dass wir eine Tagessiegerin haben. Die Claudia hat mich dann überredet, dass wir zwei haben. Jetzt haben wir schon drei. Ihr habt das gesagt, wenn die Claudia kommt, das kann schwierig werden. Gell? Die ist ja raus. Schwierig und teuer. Ja. So, jetzt hat sich nach einem kurzen Gespräch mit unseren beiden Hauptsponsoren ergeben, dass wir also tatsächlich zwei Hauptgewinne vergeben dürfen. Und diese Hauptgewinne schlagen sich im Moment in der Form nieder, dass jedes dieser Mädchen, weil die haben ja alle Pferde, einen Decksprung von Bob Aigre Dog und von Mr. Frankens Cat bekommen. Wie das im Einzelnen nachher abläuft, das müsst ihr nachher noch mit ihnen besprechen. Das ist nachher nicht das Thema. Aber wir werden da eine Lösung finden. Das kann ja auch sein, ihr habt keine Stuten zum Becken. Das heißt, da müssen wir eine andere Lösung finden. Ja? So, also auf jeden Fall mal ganz herzlichen Dank für dieses Engagement, weil so ein Decksprung, ich sag's jetzt wirklich, der kostet zwischen 12 und 1500 Euro. Ja, jetzt auch für 500 gemacht, ganz ehrlich. Ja, aber du bist so ein bisschen Auslaufmodell. Okay, also wie gesagt, das ist auch eine sehr teure Angelegenheit und da möchte ich mich eben nochmal recht herzlich bedanken bei Roland Weglöhner, Karl Wüst und den Familien von beiden. Und das Thema mit der Anna, das hat sich in der Form ergeben, dass die Claudia gesagt hat, wir wollen unbedingt diese drei Mädchen haben. Und die Claudia und die Alessandra haben sich von ihrer Seite aus bereit erklärt, diese kleine Anna genau, mit auf den roten Teppich zu nehmen. Und es ist mit Sicherheit ein Riesenerlebnis. Ja? Und ja, ich wünsche euch fürs Finale unheimlich viel Erfolg. Euch anderen Mädchen natürlich auch. Auch wir sehen uns natürlich im Finale wieder. Das war heute eine Momentaufnahme. Und ja, ich möchte auch den ganzen Helfern hier recht herzlich meinen Dank aussprechen. Ihr habt euch riesig bemüht. Und natürlich auch die anderen Mädchen. Ja, also es war eine schöne Veranstaltung und ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken.